Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich kurz und knackig den Dijkstra-Algorithmus zur Berechnung eines kürzesten Weges in einem Graphen vorstellen möchte. Also wenn ich in einem Graphen, ja, was ja beispielsweise eine schematische Darstellung einer Landkarte sein könnte für ein Navigationssystem, wenn ich also in einem solchen Graphen von einem Knoten A zu einem beliebigen anderen Knoten kommen möchte und den kürzesten Weg dazu finden möchte. Mein Name ist Oliver Hummel, ich unterrichte an der Hochschule Mannheim unter anderem diese Vorlesung Programmierung 2, die hier unten auf der Folie draufsteht. Und in dieser Vorlesung haben wir heute über diesen Algorithmus gesprochen. Und da es da doch einige Fragen gab und auch einige Unschärfen, offen gesagt, auf den Folien waren, wo da noch ein paar Tippfehler drauf waren, habe ich das Ganze jetzt nochmal überarbeitet und möchte das in diesem Video nochmal zusammenfassen. So, die Grundidee von diesem Algorithmus ist, dass wir am Startknoten anfangen. Ja, und dieser Dijkstra-Algorithmus ist ein sogenannter Greedy-Algorithmus. Wir fangen also am Startknoten an und gehen von dort aus immer weiter zu dem Nachbarknoten, der dem Startknoten am nächsten ist, und verschieben dann quasi unseren Startknoten auf diesen nächsten Nachbarknoten, fangen von dort aus wieder an, den nächsten Nachbarknoten zu finden und so weiter, ja, bis wir dann irgendwann am Ende hoffentlich den kürzesten Weg eben von unserem Start zu unserem Zielknoten gefunden haben. Es ist dabei aber garantiert, dass dann eben immer der kürzeste Weg gefunden wird, auch wenn er vielleicht nicht sofort auf Anhieb gefunden wird, wie wir da durchgehen, aber das werden wir gleich dann jetzt tatsächlich an einem Beispiel auch sehen. Habe zuerst mal hier folgendes Beispiel vorbereitet. So, jetzt geht auch die Folie weiter. Das stammt von Wikipedia, dieses kleine Bild, ne, ist eigentlich recht anschaulich. Also wir wollen jetzt hier von diesem Startknoten, ich nenne den einfach mal S, ne, wollen wir jetzt hier oben zu diesem Zielknoten hier hinkommen, den können wir dann mal Z nennen. Und ja, wir schreiben dazu, um das eben hinzukriegen, ne, wir haben den Graphen mit den Knoten drin, hier drei Stück, jeweils die Entfernungen an den Kanten hier dran stehen. Und wir schreiben zunächst mal an den Startknoten eine Ausgangsentfernung oder eine initiale Entfernung von 0 dran, ne, weil da sind wir ja schon, da müssen wir nicht noch irgendwo hinfahren oder hinlaufen. Und wir schreiben an alle anderen Knoten erstmal eine initiale Entfernung von unendlich dran. Und diese Entfernungen, diese unendliche Entfernung, die müssen wir jetzt eben neu bestimmen und versuchen dazu den kürzesten Weg zu finden, mit dem wir eben an den jeweiligen Knoten hinkommen. Ja, wie machen wir das? Wir gehen eben von unserem Startknoten hier los, ja, und gucken einfach, wie lang ist die Kante. Jetzt, um da unten zu dem Knoten hier hinzukommen, haben wir eben 2. Ne, da oben, Sie sehen es, ist ja keine Rocket Science, jetzt Sie sehen es, da oben sind es eben 4. Ja, das heißt, ich habe es dann hier mal animiert. Wir müssen jetzt da gucken, ist die 2 kleiner als unendlich? Logisch, klar, ist so. Ne? Ist die 4 kleiner als unendlich, ist auch so. Das heißt, wir können jetzt das Ganze entsprechend aktualisieren und haben jetzt unseren Startknoten, weil wir jetzt alle seine Nachbarn angeguckt haben. Ja, den haben wir jetzt abgehakt. Und ja, idealerweise merken wir uns auch bei dieser Länge natürlich den Vorgängerknoten, wo wir da hergekommen sind. Ne? Das wäre jetzt der Startknoten. Und da bei dem war der Vorgänger auch der Startknoten. Und ja, dann müssen wir dem hier noch einen Namen geben, ne? Dann nennen wir den von mir aus T oder sowas da unten, damit wir jetzt gleich, weil der jetzt gleich zum Vorgänger wird, dass wir da eben auch einen Namen entsprechend haben. So, wir sind jetzt tatsächlich mit dieser Route schon hier direkt, ne, auf direktem Wege in dem Zielknoten, in dem Z angekommen. Wir sehen aber jetzt, wenn wir jetzt hier oder wenn wir nach den Regeln jetzt weitermachen, ne, wir tragen jetzt in alle Nachbarknoten die Entfernung ein und jetzt der nächste Schritt ist, dass wir uns jetzt von den Knoten, die wir noch nicht komplett bearbeitet haben, jetzt bei allen raussuchen, welcher ist der oder von allen den raussuchen, der die niedrigste Initialentfernung hat. So, die niedrigste Initialentfernung, das ist also die, die hier in dem Knoten drin steht, ist offensichtlich bei dem hier die 2, ne, weil die kleiner ist als die 4. Und jetzt machen wir das Spiel dann quasi wieder von vorne. So, also wir tragen jetzt an allen Nachbarknoten von dem hier, die wir noch nicht vorher besucht haben, ne, den haben wir ja abgehakt, den Startknoten, da brauchen wir nicht wieder zurückzugehen, weil ja dann diese 2, beziehungsweise diese 2, plus nochmal hier zurück, diese 2, das wäre ja dann eine 4. Und diese 4 ist ja ganz offensichtlich größer als die 0, ne, also macht diese Rückreise hier überhaupt keinen Sinn und wir können uns das Ganze dann auch direkt sparen oder wir können uns merken, dass wir eben diesen Knoten schon abgehakt haben. So, aber hier macht es jetzt Sinn, ne, weil wir haben jetzt da unten diese 2, diese Ausgangsentfernung, also diese 2, wo die herkommt, plus 1, das ist jetzt tatsächlich dann weniger als diese 4 da oben. Ja, wir sehen es da hinten, also wir haben diese 2 plus die 1, das ist gleich eine 3, ne, und diese 3, die ist jetzt kleiner als die 4, das heißt, ich muss jetzt
diese Entfernung, um eben hier hinzukommen, oder habe jetzt einen kürzeren Weg gefunden, um eben in diesen Zielknoten hier zu kommen. Und ups, das war die falsche Bewegungsrichtung hier über das Touchpad mit der Maus. So, also da ist jetzt der Vorgängerknoten das T, ne, da unten war der Vorgängerknoten der S, und ja, damit haben wir es jetzt geschafft, eben mit dieser Rechnung hier einen kürzeren Weg als diesen direkten Weg zu finden. Also vielleicht ist das irgendwie die Umgehungsstraße oder sowas, die eben ein bisschen außen rum führt. Ja, und hier ist jetzt von der Strecke her, wenn ich irgendwo durchs Nachbardorf von mir aus fahre, ist der Weg eben entsprechend ein bisschen kürzer. So, und jetzt können wir natürlich auch mit, wenn wir uns diesen Vorgängerknoten jeweils gemerkt haben, ne, wir sind jetzt in dem Zielknoten angekommen, sind in den Zielknoten, also ich schreibe es mal hin, im Zielknoten sind wir jetzt, ne, das war der hier, dann der Startknoten war eben der hier, und dann hatten wir den hier T genannt. Ne, und wir sind von T her in diesen Zielknoten gekommen, und in T, der Vorgänger, den wir uns gemerkt hatten, das war dann S, das war unser Startknoten, sodass wir jetzt, also wenn wir uns diese Vorgänger jeweils merken, dass wir dann da die kürzeste Route haben. Ne? Sie steht jetzt natürlich falsch rum da, aber das jetzt umzudrehen, das kriegen wir, glaube ich, in der Vorstellung auch noch ganz gut hin, beziehungsweise auch einen Algorithmus dafür zu schreiben, der das umdrehen würde, wäre, glaube ich, nicht das größere Problem. So, ein größeres Problem vielleicht dann nochmal dieses Beispiel, dieses komplexere Beispiel, was ich hier vorbereitet habe. Also könnte jetzt eine Landkarte oder sowas sein mit Städten drauf. Wir wollen hier oben in der Stadt A anfangen und wollen hier unten in der Stadt I ankommen und jetzt eben entsprechend mit diesem Dijkstra-Algorithmus hier die kürzeste Entfernung von A nach I finden. So, wie machen wir das? Ja, zunächst mal, wir setzen die Entfernung, die Initialentfernung für das A auf 0, ja, und bei allen anderen Knoten setzen wir die erstmal auf unendlich. So, das können wir uns dann an den Knoten entsprechend abspeichern. Wir merken uns das, ne? A, eben logisch, ist ja unser Ausgangsknoten, da haben wir keine Entfernung, also haben wir eine 0. So, das heißt, A ist jetzt der erste Knoten, dessen Nachbarn wir uns analysieren und anschauen und wo wir jetzt diese Entfernungswerte in den Nachbarn aktualisieren. Wir sehen, A hat jetzt zwei Nachbarn, nämlich B und C. Und ja, ist jetzt eigentlich egal, wie rum wir anfangen, ne? Beziehungsweise wir wollen ja greedy und gierig sein und also immer möglichst die kürzeste Entfernung hier entsprechend nehmen. Sprich, ja, die sind beide gleich lang oder gleich kurz, insofern ist es tatsächlich jetzt egal. Und ich gehe jetzt hier mal von A nach C, ne? Habe also eine Entfernung von 2 hier unten zurückgelegt und aktualisiere dann diese Entfernung, die ich benötige, oder was der kürzeste Weg, den ich bisher gefunden habe, um es nochmal klar zu sagen, der kürzeste Weg, den ich bisher gefunden habe, um von A nach C zu kommen, der hat eben eine Länge von 2, ne? Und das merke ich mir jetzt hier bei dem C, und da merke ich mir im Prinzip oder letztendlich jetzt auch meinen Vorgängerknoten, nämlich dass ich darüber also direkt von A dahin gekommen bin, ja? Und habe es hier nochmal schön animiert. Und das gleiche Spiel mache ich jetzt da oben bei dem B natürlich. Auch da habe ich dann diese 2 hier dran gespeichert, ne, und merke mir eben entsprechend im Sinn den Vorgängerknoten, weil das jetzt hier mit den Folien natürlich ein bisschen schade ist, dass da der Text dann jeweils auf einer neuen Folie eben verschwindet. Aber so von der Idee her, glaube ich, soweit, ne, hoffentlich gut verständlich, gut nachvollziehbar. Und damit haben wir jetzt alle Nachbarn von A uns angeguckt, können also bei A jetzt den Haken hier dran machen und können dann als nächsten Schritt wieder gucken, welcher von den Knoten, die jetzt noch nicht fertig analysiert sind, hat jetzt seine niedrigste Ausgangs- oder Initialentfernung. Und da haben wir jetzt hier die anderen, die wir noch gar nicht analysiert oder angeguckt haben, die haben alle noch unendlich, ne? Das ist also ziemlich groß, um nicht zu sagen unendlich groß. Und dann haben wir noch B und C, die jetzt beide 2 haben. Das heißt, wir können uns wieder ganz greedy einen von den 2 hier aussuchen, wo wir dann weitermachen. Ich habe wieder hier mit dem C da unten angefangen. Also wir analysieren jetzt das C, und hier kann man es tatsächlich auch nochmal schön hinschreiben jetzt, ne? Also wir haben 2 als Initialentfernung, um nach C zu kommen, plus diese 3, die wir eben als Streckenlänge von C nach E haben. Und da kommt entsprechend dann hier diese 5 raus. Ja, da können wir noch ein Gleichheitszeichen dann reinschreiben, also 2 plus 3 gleich 5. Dann haben wir das, ne? Und da merken wir uns jetzt natürlich, wie sind wir da hingekommen zu diesem E, nämlich über C, also der direkte Vorgänger. Das reicht uns ja, weil wenn wir den Vorgänger von E kennen, dann können wir hier den Vorgänger von C, haben wir uns auch gemerkt, das war das A, ne? Hier der Vorgänger bei B war ebenfalls das A. Wenn wir also den direkten Vorgänger jeweils kennen, das ist ja quasi wie so eine
Linked List letzten Endes, was wir da jetzt bauen, ja, können wir also immer hier jetzt diese Route feststellen, was die kürzeste Route war, um da nach E hier hinzukommen. So, also haben wir das erledigt, dann haben wir noch da unten einen Knoten an dem C dranhängen, wo es nach D geht. Ja. D ja, ist jetzt einfach diese 2 plus diese 4, ne, ist gleich diese 6 hier. Auch das ist nochmal schön animiert. Und damit ist dann C abgehandelt, weil ja, C eben keine weiteren neuen Nachbarn mehr hat, die wir jetzt nicht mehr oder noch nicht analysiert haben. So, nächster Schritt, dann wieder den Knoten rauszusuchen, der eben die geringste bisherige Entfernung hat. Hier haben wir D mit 6, E mit 5 und B mit 2. Ist, glaube ich, auch keine schwere Übung, ne, jetzt rauszukriegen, dass eben B der nächste Knoten ist, den wir uns greedy anschauen sollten hier an der Stelle. Und auch da ist es relativ easy. Da haben wir 2 plus 2. Ne? Ergebnis steht da unten schon oder da hinten schon drin, nämlich eine 4. Auch hier haben wir wieder 2 plus 2 ist gleich 4. Und dann haben wir bei dem B hier noch den Weg darunter. Ne? Dann haben wir also 2 plus 6. Und das ist offensichtlich dann diese 8, die da unten schon drin steht. Habe es auch jeweils nochmal groß hervorgehoben. 2 plus 2 gleich 4. Hier das gleiche nochmal. Dann haben wir hier diese 8. Und damit haben wir den Knoten B erledigt. So, bin mal kurz still, dass Sie überlegen können, was wäre der nächste Schritt. Nächster Schritt, ne, jetzt die Knoten angucken, die wir bisher haben, den rausfischen oder einen rausfischen mit dem niedrigsten oder mit der bisher kürzesten Route, um von A eben zu diesem Knoten zu kommen. Ganz offensichtlich gibt es hier zwei, ne, wieder dieses E und dieses F. Und ich bin jetzt, glaube ich, genau da oben als nächstes über F weitergegangen und kann dann jetzt oder analysiere jetzt das F. Da habe ich jetzt tatsächlich nur einen Nachbarknoten, den ich noch anschauen muss. Ne? 3 oder 4 plus 3 ist gleich diese 7 hier. Und dann kann ich auch an F den Haken hier dran setzen. So, wieder, ne? Was ist der nächste Schritt? Halten Sie auch gerne das Video mal an, wenn Sie ein bisschen länger zum Nachdenken brauchen, aber ich denke, das sollte mittlerweile relativ selbstredend oder selbsterklärend sein. Wir müssen jetzt wieder den von den nicht bearbeiteten Knoten, den Knoten finden, der den niedrigsten Wert hat oder die kürzeste Route von A bisher hat. Das wäre also dieses E. Wir denken auch immer daran, dass wir uns den Vorgängerknoten gemerkt haben, wie wir also da hinkommen. Das war bei dem H zum Beispiel da das F. Das war bei dem F, um da hinzukommen, war das das B natürlich. Bei dem G war das auch das B, was der kürzeste Weg war, zumindest der kürzeste, den wir bisher jetzt gefunden hatten. Bei dem E war das auch das B und so weiter. Ne? Also immer, wie gesagt, den Vorgängerknoten merken, dass wir dann nachher die Route uns entsprechend auch ausbaldobern können, was die kürzeste Route war. So, also der nächste, den wir uns anschauen, ist hier unser E. Und ja, E hat diese 4 ne, als kürzesten Weg, der hier rüber gegangen wäre. Und dann haben wir jetzt entsprechend 4 plus 4, dann zu dem G hier runter, diese 8. Und ja, da ändert sich nichts mehr, ne, die bleibt stehen. Das ist dann gleich, also haben wir E jetzt hier auch abgehakt. Und dann geht es jetzt weiter, ja, nächste Runde wieder. Wir gucken, welcher Knoten hat den niedrigsten oder den kürzesten Pfad bisher von den noch nicht bearbeiteten. Das ist da unten unser D. Da haben wir 6 plus 3. Ja, das ist dann natürlich 9, also größer als diese 8, die da steht. Sprich, diese 8 bleibt stehen und der kürzeste Weg eben, um da hinzukommen, war der, den wir jetzt hier zuerst gefunden hatten. Ne? Also Vorgänger, den wir uns da gemerkt haben bei dem G, war ja unser B. Beziehungsweise wir hätten, je nachdem, wie wir es bearbeitet haben, natürlich auch diesen Weg hier über B und E nehmen können, dass der Vorgänger dann von dem G eben das E gewesen wäre. Aber wie gesagt, jetzt hat es der Zufall so gewollt, dass ich eben hier oben diese Route gewählt hatte. So, heißt, wir können jetzt also auch das D abhaken, weil D keine weiteren Nachbarn mehr hat. Und jetzt haben wir im Moment noch drei Knoten, die unbearbeitet waren, nämlich H, G und I. H hat offensichtlich die kürzeste Route bis hierhin gehabt. Ja, das heißt, wir analysieren jetzt die Nachbarn von H, genau so passt das eigentlich. Und da ist jetzt eben ja 5 dazu, zu diesen 7, die wir schon haben, gibt also entsprechend 12. Ja, und wir merken uns da unten jetzt auch mal von diesem bei diesem I wieder den Vorgänger, dass also entsprechend das H, wir können das H abhaken, weil es keine weiteren Nachbarn mehr hat.
Und dann bleibt noch ein einziger Knoten, den wir uns jetzt angucken müssen. Das ist, und da kommt der Haken jetzt ein bisschen früh hier, aber das ist eben dieser Knoten mit dem G. Ne? Der hat jetzt hier eine Entfernung von 9 oder eine Route von dem Ausgangspunkt her. Die kürzeste Route, die wir da haben, ist diese 9. Und warum steht da eine 9? Ne, da müsste eine 8 stehen. Ne? Da ist dann doch noch ein Fehler hier auf der Folie drauf, also das wäre diese 8, die da stehen bleibt, genau, und ja, da haben wir die 12, ne? Und dann mal gucken, ja, und dann stimmt natürlich da das auch nicht mehr, und dann ist hier dieser kürzeste Weg hier entsprechend natürlich nicht diese 11, die da jetzt kommt, sondern ist dann 8 plus 2, ne? Da kommt also eine glatte 10 raus, was auf jeden Fall jetzt, und das ist der wichtige Punkt, wir hatten hier diese Route mit diesen 12, ne? Und wenn ich da jetzt eben hierüber über das G gehe, wo ich dann hier mit einer Länge von 8 hingekommen bin, da nochmal 2 dazu addiere, also 8 plus 2 ist gleich 10, wenn man nicht aufpasst wie ein Schießhund, sind in den Folien trotzdem noch Fehler drin, aber ja, wir haben es zum Glück noch gemerkt, ne? So sollte es dann eben entsprechend auch passen. Und damit haben wir jetzt eine kürzeste Route gefunden hier in unserem Graphen, in unserer Landkarte und eben entsprechend ja, feststellen können, wie wir am schnellsten von A nach I kommen. So, wenn wir uns jetzt jeweils den Vorgänger wieder gemerkt haben, ich rechne das jetzt gerade nochmal zurück, ne, dass wir dann die Route sehen. Also wir hatten uns bei dem I den Vorgänger gemerkt, das war das G. Dann können wir das auch einfach oben nochmal hinschreiben. Wir sind also von oder in I angekommen, von G ausgehend. So, wie sind wir nach G gekommen gewesen? Das war, glaube ich, die Route hier oben rum, ne, die wir initial berechnet hatten. Also der Vorgänger von G war dieses B, was wir uns gemerkt hatten. Also dann dahin, das heißt, nach G sind wir von B hergekommen. So, also einigermaßen mit der Maus hier zu schreiben, ist nicht so ganz einfach oder schön zu schreiben mit der Maus. Ne, also wir sind jetzt zurück hier dahin und dann gehen wir hier hin. Bei dem B hatten wir uns jetzt auch den Vorgänger gemerkt. Das war dann direkt schon unser A, unser Ausgangspunkt. Das heißt, wir gehen dann hier hin. Ne, wir haben also eine Route mit insgesamt 4 Städten jetzt, um von A nach I zu kommen. Wenn wir es jetzt hier von hinten lesen, fahren wir von A nach B, von B nach G und von dort aus nach I und haben jetzt unseren Dijkstra-Algorithmus eben erfolgreich aufgelöst. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zur Abbruchbedingung oder zu einer Abbruchbedingung. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir hätten hier noch einen weiteren Knoten zum Beispiel dabei, der von mir aus jetzt K heißen soll und der jetzt hier mit einer Entfernung von, ich sag mal, 2 oder sowas an dem, na, 2 ist jetzt zu kurz für das Beispiel, da müssen wir uns was Größeres ausdenken, also mit einer Entfernung von 5 beispielsweise jetzt an dem H dran hängt und ich habe dann hier unten irgendwie nochmal eine Entfernung von 3 oder so nach I, dann ja, bin ich jetzt natürlich erstmal hier von dem G schon und von dem H nach I gekommen und habe jetzt also diese Entfernung von 10 für das I. Ja, und jetzt ist die Frage, muss ich dieses K dann noch angucken? Ich hätte dem K ja eine 12 hier verpasst, in dem Moment, wo ich dann von H ausgehend die Analyse gemacht hätte, dann stände da also eine kürzeste Route von 12 dran, um nach K zu kommen. Und da jetzt meine kürzeste Route von I oder nach I 10 ist und das K dann noch offen wäre, brauche ich aber das K und dessen alle seine Nachbarn, die da eventuell noch dranhängen, und da könnten ja noch viel, viel mehr hängen hier irgendwo, die brauche ich mir nicht mehr anzugucken, weil ich bin ja schon hier bei 12, also kann ich gar nicht eine kürzere Route finden wie diese 10, die ich jetzt schon gefunden habe, für nach I zu kommen und entsprechend also immer dann gucken, wenn der nächste Knoten, dessen Nachbarn analysiert werden sollen, ausgewählt wird und ich bin schon in meinem Zielknoten angekommen und es sind nur noch Knoten da, die eine größere oder längere, kürzeste Route bisher haben, als mein Zielknoten dann schon hat, ja, dann ist der Algorithmus fertig, dann kann ich den abbrechen, dann brauche ich den Rest eigentlich nicht mehr anzugucken. Außer der Rest interessiert mich natürlich insofern, dass ich die anderen Knoten dann auch noch wissen möchte. Aber das ist jetzt in unserem Fall nicht notwendig, ne? Wir wollen ja die kürzeste Entfernung von diesen 2 Knoten von A nach B haben, oder von A nach I haben, um ganz genau zu sein hier an der Stelle. Und ja, das war der Dijkstra-Algorithmus. Ich hoffe, diese Erklärung war nachvollziehbar. Habe es jetzt tatsächlich in knapp 20 Minuten geschafft mit diesem größeren Beispiel auch.
Und ja, viel Spaß beim Programmieren. Ne? Meine Leute bei mir in der Vorlesung, die haben heute ein Beispiel auch gesehen, wie ich das programmiert habe. Wenn ich die Zeit vielleicht noch finde, dann stelle ich diesen Code dann auch noch mal vor und mache noch ein Video dazu, dass man das dann auch in Ruhe sich anschauen kann. Ich hoffe, wie gesagt, es hat Spaß gemacht, es war nachvollziehbar. Lassen Sie mir wie immer ein Like da, wenn Sie es gut fanden, wenn Sie es hilfreich fanden und ansonsten gerne einen Kommentar, was ich an diesem Video hätte noch besser machen können oder vielleicht auch einen Kommentar, was Sie gerne für Videos sehen möchten in Zukunft noch. Dankeschön und auf Wiedersehen.